Guten Abend, hallo und herzlich willkommen hier im Kino des DFF. Ich bin Laura Teixeira aus der Kinoabteilung und ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind für heute Abend für die Lecture-Filmreihe Die Erfinder in der Form, das Kino von Chantal Ackermann. Das ist natürlich ein besonderer Abend und deswegen auch sehr besonderer Gast haben wir heute, Dr. Eva Kuhn aus Lüneburg, Berlin, die uns in den Film einführen wird. Und natürlich auch ein sehr besonderer Abend, weil wir vielleicht der meist bekannteste Film von Chantal Ackermann heute zeigen. Oder zumindest das habe ich auch von Leuten gehört, ganz am Anfang der Reihe. Oh, ja, als ich gesagt habe, dass wir eine Reihe zu Chantal Ackermann machen. Ah, ich liebe Chantal Ackermann. Ich habe nur Jean Dillmann gesehen, aber ich liebe Chantal Ackermann. Und deswegen, für die den Film schon kennen oder für die den Film heute erst entdecken, es wird bestimmt ein sehr, sehr besonderer Abend. Keiner von uns vergessen wird. Ich habe nur zwei Anmerkungen so organisatorisch hier von meiner Seite, dass wir den Vortrag wird dann ungefähr bis 7, kurz vor 7 oder kurz nach 7 dauern. Dann haben wir eine etwas längere Pause, falls Sie noch was zu essen holen wollen, weil der Film ist ziemlich lang, fast 4 Stunden lang. Deswegen haben wir eine etwas längere Pause. Der Film fängt dann um 7:30 an. Also das haben wir schon als, ungefähr als Plan, sodass wir ein bisschen mehr Zeit vor dem Film haben. Und nach dem Film gibt es immer, wie immer, eine Diskussion, so, für die, die auch nach dem Film darüber sprechen wollten, nach dem Vortrag und dem Film gibt es noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und ein ganz letzter Hinweis. Wie die meisten von Ihnen schon wissen, von letztes Mal habe ich schon erzählt, dass wir dieses Monat eine Reihe zu Delphine Seyrig machen, die Hauptdarstellerin hier in diesem Film und auch in anderen Filmen von Chantal Ackermann, wie The Golden 80s oder Letters Home, den wir auch schon gezeigt haben. Und deswegen wollte ich alle einladen, einen Blick ins Programmheft zu werfen. Dann haben wir noch bis Ende Juni tolle Filme mit und von der Filmzeche hier im Programm. Aber erstmals lass uns den heutigen Abend anfangen und ich lade Professor Vinzenz Rediger ein, hier unser Gast des Abends vorzustellen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Laura, und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich plaudere heute zur Einleitung ein wenig buchstäblich aus der Schule. Und berichte von einem Vorgang bei uns an der Universität. Es gibt einen Text in unseren Einführungskursen in die Filmtheorie, von dem ich immer schon weiß, dass er nachhaltige Wirkung erzeugen wird, dass er die Leute, die Studierenden beschäftigen wird, dass er in Arbeiten zitiert werden wird und die Studierenden über das ganze Studium hinweg begleiten wird. Das ist der Text Visual Pleasure and Narrative Cinema von Laura Mulvey aus dem Jahr 1975. Ich stelle den Text immer vor, gleich auch schon um anzukündigen, dass da was Besonderes kommt, indem ich sage, das ist der meistzitierte Text in der Geschichte der Filmtheorie, was zweifellos der Fall ist. Und die These des Textes lässt sich einfach zusammenfassen. Das ist eine Kritik des amerikanischen Mainstream-Kinos und die These lautet, der Blick im amerikanischen Mainstream-Kino ist männlich. Das heißt, die Blickpositionen, die konstruiert werden, über die Narration, über die Kamerapositionierung, über die Handhabung der stilistischen Mittel, ist immer so organisiert, dass ein designiertes männlich-heterosexuelles Zuschauersubjekt da sich am besten einfühlen kann und am besten auf die Kosten kommt. Und zwar auf die Kosten kommt, auf Kosten der weiblichen Figuren, denen zwei Rollen zugestanden werden: diejenige des Opfers oder diejenige der Heiligen, die dann aber mitunter auch zur bedrohlichen Frau werden kann. Der Film Entschuldigung, der Text von Laura Mulvey ist durchaus als militantes Manifest formuliert. Das erklärte politische Ziel des Textes ist, dieses Kino zu zerstören und es durch ein alternatives Kino zu ersetzen, beziehungsweise durch eine filmische Praxis, die Möglichkeiten eröffnet jenseits dieses Regimes des männlichen Blicks. Und in der Diskussion geht es dann immer um die Frage, wie dieses Kino aussehen könnte. Und die Antwort auf diese Frage wurde im selben Jahr gegeben, 1975, von Chantal Ackermann mit dem Film Jean Dillmann, 23 Quai du Commerce, Brüssel. Ein
Film, der im Grunde aus den Zeiten besteht, die im narrativen Mainstream-Kino immer wegerzählt oder weggeschnitten werden. Und ein Film, von dem man sagen könnte, dass Babette Mangold, die Kamerafrau, hat das zugespitzt so formuliert, der eigentlich nur aus Gesten besteht. Und sicherlich ein Film, mit dem Babette Mangold und Jean Dielmann gemeinsam jenes Projekt realisiert haben, über das wir hier in den Vorträgen und in den Diskussionen auch immer wieder gesprochen haben in den letzten Wochen, nämlich das Projekt eines Kinos, das einer genuin weiblichen Erfahrungsperspektive Rechnung trägt und Form gibt und dass es eben zu dem Zeitpunkt, als Babette Mangold und Chantal Ackermann gemeinsam zu arbeiten begannen, noch zu erfinden galt. Unser heutiger Gast ist jemand, der in ausgezeichneter Weise über diese Sachverhalte Auskunft geben kann. Eva Kuhn ist von Haus aus Kunsthistorikerin, arbeitet aber seit vielen Jahren und sehr konsequent an der Schnittstelle zwischen Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft. Sie hat überdies auch eine Zeit lang als Filmvorführerin gearbeitet. Also ich glaube, bei unserer Gästeliste wäre sie die Erste, die technische Probleme selbst beheben könnte im Projektionsraum, die auf jeden Fall auch mit den technischen Herausforderungen und technischen Gegebenheiten des Mediums ausgezeichnet vertraut ist. Ihre Dissertation hat sie 2013 abgeschlossen, eine kunsthistorische Dissertation, die aber eben auch filmtheoretisch und filmwissenschaftlich ausgerichtet ist, über die autobiografischen Filme des amerikanischen Filmkultur- und Experimentalfilmpioniers Jonas Mekas. Und zu Mekas selbst hat sie eine Reihe von Publikationen vorgelegt, aber ebenso viele und ebenso wichtige auch zu Chantal Ackermann. Eva Kuhn ist eine der Herausgeberinnen des Dossiers zu Chantal Ackermann, das jüngst erschienen ist als Nummer 100 der Filmtheoriezeitschrift Camera Obscura. Patricia White, als sie hier war, hatte ein druckfrisches Exemplar und hat uns das gezeigt. Wir haben uns alle drauf gestürzt. Das ist jetzt frei erhältlich und das geht auch zurück auf ein internationales Symposium, das Eva Kuhn gemeinsam mit Ute Holl, ich glaube 2016 war das, in Basel organisiert hat zum Werk von Chantal Ackermann. Eva Kuhn war nach dem Studienabschluss in Basel Assistentin bei Gottfried Böhm, dem Kunsthistoriker. Sie hat danach Forschungsaufenthalte unter anderem in Paris und New York absolviert, kehrte noch einmal zurück nach Basel als Assistentin des Kunsthistorikers Ralf Ubel und ist nun seit 3 Jahren, glaube ich, in Lüneburg als wissenschaftliche Assistentin an der dortigen Professur, neu eingerichteten Professur für Gegenwartskunst. Aktuell allerdings versieht sie eine Gastprofessur für Gender und Medien und Kunst an der Hochschule der Künste, beziehungsweise Universität der Künste heißt es ja jetzt, in Berlin, von wo sie heute auch zu uns gekommen ist. Begrüßen Sie bitte gemeinsam mit mir Eva Kuhn. Ja, ganz herzlichen Dank, Vinzenz, für die nette Einführung und überhaupt die Einladung. Ich freue mich sehr über diese Reihe und ich freue mich auch sehr, hier heute sprechen zu dürfen. Der Inhalt meines Vortrages und die anschließende Visionierung von Chantal Ackermanns monumentalem Meisterwerk aus dem Jahre 1975 sei hiermit unter die Vorzeichen des Streiks gestellt. Und zwar des Streiks als einer zeitlichen Figur des Widerstands. Der Anlass ist der morgige Tag, der 14. Juni, an dem im Nachbarland der zweite schweizerische Frauenstreik stattfindet, der erste Streik im Jahre 1991, aus dem auch dieses Foto stammt, wurde für unseren Zusammenhang dankbarerweise von Uhrenarbeiterinnen im Valais du Joux veranlasst.
Silvia Federici hat 1974, also ein Jahr vor dem Erscheinen dieses Films, gemeinsam mit Maria Dalla Costa auf einen blinden Fleck in Karl Marx' Kritik der politischen Ökonomie aufmerksam gemacht und aufgezeigt, inwiefern sich unbezahlte und in den Privatbereich abgeschobene Hausarbeit als Bestandteil einer langfristigen kapitalistischen Strategie erwiesen hat. Die Ausbeutung des Lohnarbeiters durch die ursprüngliche Akkumulation mit Marx beruhe letztlich auf der Ausbeutung derjenigen, die die gesellschaftliche Arbeitskraft in physischer, sexueller und emotionaler Hinsicht reproduzieren und aufrechterhalten. In diesem Sinne war die von Italien ausgehende, international aufgenommene Revolte Lohn für Hausarbeit oder Wages for Housework keine konkrete realpolitische Forderung, sondern der Beginn einer Diskussion, durch den diese körperlichen, emotionalen und geistigen Investitionen, die bislang selbstverständlich und insbesondere von Frauen geleistet wurden, überhaupt erst als Arbeit sichtbar gemacht werden sollten. Federicis Texte sind nicht nur wegen ihrem Gegenwartsbezug und ihrer transkontinentalen Reichweite zentral, sondern auch, weil sie nicht in der Haltung der Anklage verharren. In den an der Subsistenz ausgerichteten Tätigkeiten erkennt sie schließlich einen entscheidenden Widerstand gegen die völlige Kommodifizierung des Lebens und erklärt die Hausarbeiter und Hausarbeiterinnen zu Protagonisten einer zukunftsweisenden Ökonomie jenseits der neoliberalen Logik des Marktes. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, betritt eine solche Protagonistin die Leinwand bzw. reklamiert eine Frau namens Jeanne Dielmann, verkörpert von der Schauspielerin Delphine Seyrig, den mit Heide Schlüppmann öffentlich und zugleich intimen Raum des Kinos für sich und ihre Arbeit. It felt as though there was a before and after Jeanne Dielmann, just as there had once been a before and after Citizen Kane. Laura Mulvey erinnert sich an die Wucht, mit der der Film von Chantal Ackermann im Jahre 1975 in die Film- und Kunstwelt eingeschlagen hat. Dem feministischen Ruf nach Sichtbarkeit von Hausarbeit und Öffentlichkeit des Privaten kam der Film mit seinem Inhalt und seiner radikalen Form entgegen. Ich zitiere, wenn die Politik im eigentlichen Sinne, so Rancière, in der Erzeugung von Subjekten besteht, die den Namenlosen eine Stimme verleihen, dann besteht die Politik der Kunst in der Ausarbeitung der sinnlichen Welt der Namenlosen, der Arten des Dies und des Ich, aus denen eigene Welten des politischen Wir hervortreten. Insofern diese Wirkung sich durch den ästhetischen Bruch vollzieht, dient sie keinem bestimmten Kalkül. Ende Zitat. Eine solche Namenlose war Jeanne Dielmann, ehe sie und ihre Arbeit durch die Zusammenarbeit der Regisseurin Chantal Ackermann, der Kamerafrau Babette Mangold und der Schauspielerin Delphine Seyrig etc. eine konkrete Sichtbarkeit erhielt. Durch Aufzeichnung von Jeannes Handgriffen und Haushaltsaktivitäten in Echtzeit und durch die rhythmische Wiederholung und allmähliche Verschiebung des Immergleichen mit dem Effekt eines Suspense, durch die ausgefeilte Durchdringung von Attraktion und Narration hat der Film Jeanne Dielmann, so würde ich mit Rancière behaupten, die Koordination des Darstellbaren verändert. Im Kontrast zu anderen Filmen von Chantal Ackermann, die das Migrantische zum Thema haben, ausagieren, findet sich in diesem Film zunächst mal ein Zuhause. 23 Quai du Commerce 1080 Bruxelles. Hier wohnt Frau Dielmann, die verwitwet ist, gemeinsam mit ihrem jugendlichen Sohn und betreibt ein kleines Universum, das in sich hermetisch abgeschlossen wird. Mit dieser Abgeschlossenheit referiert der Film gewisserweise an den modernistischen Gedanken der Autonomie des Kunstwerks sowie an die im klassischen Erzählkino praktizierte Konstruktion einer raumzeitlichen Einheit, die in der Narratologie mit dem Begriff der Diegese gefasst wird. Der Eindruck der Abgeschlossenheit, der sich gelegentlich und später bis ins Klaustrophobische steigert, kommt zum einen dadurch zustande, dass sich die Handlung des Films zum größten Teil innerhalb der Wände dieser Wohnung abspielt. Jeanne Dielmann ist ein kinematografisches Kammerspiel und das Kammerartige dieser Bilderfolgen, also eine Box folgt auf die nächste sozusagen, entsteht durch eine durchgehend fixe Kamera, die in mehr oder minder gleichbleibender Distanz, amerikanisch bis halbtotal, frontal und parallel zum Geschehen, das wohlkomponierte Arrangement aufzeichnet. Der Effekt ist eine starke Rahmung im Sinne von André Bazins Cadre. Die Bildgrenzen haben tendenziell die Funktion, on- und offscreen voneinander abzudichten,
im Gegensatz zum Bildausschnitt gefasst als Kasch, wo die Ausschnitthaftigkeit betont würde und wo On- und Offscreen nahtlos ineinander übergleiten. Die schiere Dauer der einzelnen Einstellungen wird sich mit zunehmendem Fortschreiten des Films und seiner Erzählung in jenes beklemmende Gefühl verwandeln, dass das mit uns geteilte Drama von Jean Dielmann ist. Die ausgewogenen Kompositionen, die der Film am laufenden Band ausbilden, erinnern auch in ihrem sinnlichen Überschuss an die niederländischen Tableaus des 17. Jahrhunderts. In dieser Zeit floriert in Holland die Kunst der Genre und insbesondere die Stilllebenmalerei, das heißt jene Gattungen der Kunst, die in der klassischen akademischen Hierarchie aufgrund ihres niedrigen Gehalts stets den untersten Rang besetzt haben. Linda Nochlin erinnert in ihrem großartigen Text Why There Haven't Been Great Women Artists daran, dass die weiblichen Studentinnen der Akademie dazu angehalten waren, Stillleben zu malen, weil sie aus moralischen Gründen perverserweise am Aktstudium nicht teilnehmen durften und daher nicht in der Lage waren, jene auf dem Studium der menschlichen Anatomie basierenden, von menschlicher, männlicher Größe zeugenden Heldentaten, kurz Historienbilder, zu malen. Der Film Jean Dielmann stellt sich gewisserweise in diese weibliche Tradition der Malerei und feiert im großen Format die niederen alltäglichen Gesten, die der Erzählung bislang nicht würdig waren. Dabei fordert der Film im Rückgriff auf Verfahren des abstrakten Experimentalfilms das etablierte Erzählkino heraus und die damit verbundenen Konzeptionen von Handlung, Handlungsträgern und mystifizierenden Bildern der Frau. Das Universum am Quai du Commerce wird von Frau Dielmann sorgsam und mit Hingabe instand gehalten. Bereits in der Adresse und damit auch im Titel Quai du Commerce klingt die Hypothese an, dass Jean Dielmanns Wohnung in erster Linie ein Arbeitsplatz darstellt. Dabei ist die Suppenschüssel auf dem Esstisch der Dreh- und Angelpunkt von ihrer Arbeit und den physischen Bewegungen, die diese Arbeit motivieren. In die Suppenschüssel nämlich wandert Geld hinein, hinaus etc. in einem Rhythmus, der die erste Hälfte des dreistündigen Films bestimmt und die Routine bildet. Frau Dielmann verdient ihr Geld mit Sexarbeit und verwaltet, spart und gibt es aus als Hausfrau. Auch vom ökonomischen Standpunkt aus betrachtet ist Jean Dielmann autonom und ihr System ist optimiert. Sexarbeit ist gut entlohnt und schnell erledigt, während Hausarbeit und Mutterschaft sich in die Länge ziehen, den ganzen Tag, den ganzen Film, das Leben lang andauern. Diese Arbeiten, die diese Arbeiten, die vom Leben und dem Wohnen, vom handelnden Körper und vom Geist auch kaum mit Mühe abzukoppeln sind, werden uns in einer Art und Weise vorgeführt, dass wir zweierlei erfahren. Zum einen wird reproduktive Arbeit in ihrer unendlichen und repetitiven Struktur und radikal transhistorischen Natur herausgestellt und definiert, und zum anderen wird Film als ein sich in der Zeit entfaltendes und gestaltetes Medium mit ebenfalls radikal transitorischem Charakter selbstreflexiv vorgeführt. Aufgezeigt wird auch, dass der Haushalt mit der Zeit das Kerngeschäft darstellt, der Kunst des Lebens, der Arbeit und der Kunst des Films. In Vita Activa oder vom tätigen Leben unterscheidet Hannah Arendt bekanntlich zwischen den Aktivitäten des Herstellens und des Arbeitens, zwischen Work und Labor, und erklärt, dass Arbeit, Labor, im Gegensatz zum Herstellen, Work, nicht von einem Endergebnis abhängig ist. Ich zitiere: Im Gegensatz zum Herstellen, das zu Ende ist, wenn der Gegenstand die ihm angemessene Gestalt erhalten hat und nun als fertiges Ding der vorhandenen Dingwelt eingeführt werden kann, beispielsweise eine Suppenschüssel, ist das Arbeiten niemals fertig, sondern dreht sich in unendlicher Wiederholung in dem immer wiederkehrenden Kreise, den der biologische Lebensprozess ihm vorschreibt. Und später: Nicht nur die Erhaltung des Körpers, sondern auch die Erhaltung der Welt erfordert die oftmals mühevolle, eintönige Verrichtung täglich sich wiederholender Arbeiten. Ende Zitat.
Die von Chantal Ackermann kuratierten Aktivitäten, die Delphine Seyrig in serieller Aufeinanderfolge und in Echtzeit ausführt, werden in ihrer verschachtelten und ausgeklügelten Abläufen vorgeführt und betont wird dabei ihr transitorischer, das heißt ihr vorübergehender, flüchtiger Charakter. Selbst im Prozess des Strickens, beispielsweise eines Pullovers für ihren Sohn, wird nicht etwa der Moment betont, in dem der Pulli fertig ist, sondern der Moment, in dem die Wolle ausgeht und daher neue Wolle gekauft werden, erworben und verstrickt werden muss. Niemals sehen wir Jeanne Dienmann auf Vorrat Konfitüre kochen. Eingekauft wird das, was darauf folgend gerade gekocht und dann auch gleich gegessen wird. Das Geschirr, das so beschmutzt, wird dann auch gleich gewaschen. Und zur nächsten Mahlzeit wieder sauber aufgedeckt. Die im Geschlechtsverkehr befleckte Körper wird gleich darauf gewaschen und geschrubbt und danach auch die Wanne. Und zwar vor der Tapete, die Jackson Pollocks Action Paintings persifliert und durch Jeannes ausladende Gesten des Putzens konterkariert wird. Gerade keine Spuren zu hinterlassen, ist das Credo ihrer ästhetischen Perfektion. Im Gegensatz zu Jackson Pollock, der seinem individuellen Genius gleichsam genug vertraut, um in seiner Kunst den Zufall walten zu lassen, wird bei Frau Dielmann nichts dem Zufall überlassen. In enger Kooperation von Regisseurin Ackermann, Ausstatter Philipp Graf, Delphine Seyrig und allen anderen Schauspielern, Kamerafrau Babette Mangold, Katrin Patricia Canino und Tonmeister Benny Dewacht etc., entsteht hier ein perfekt kontrolliertes ästhetisches Regime, das Jeanne Dielmanns Herrschaftsbereich darstellt. Die künstlerische Arbeit an und mit dem Film und die dargestellte reproduktive Arbeit von der Figur Jeanne Dielmann verzahnen sich in der sinnlichen Gegenwart des bewegten Bildes. Durch die Betonung des Transitorischen wird diese sinnliche Gegenwart, so würde ich behaupten, in einem Flow-Zustand erlebbar. Flow, fließen, rinnen, strömen, bezeichnet laut Michali Jetzika, Glücksforscher und eremitierter Professor für Psychologie an der University of Chicago, das als beglückend erlebte Gefühl eines mentalen Zustandes völliger Vertiefung und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit, die wie von selbst vor sich geht. Also auf Deutsch in etwa Tätigkeitsrausch oder Funktionslust. Wenn man den später Jeanne Dielmann als unterdrücktes und sich schließlich rächendes Opfer der herrschenden Ordnung wahrnehmen will, so müsste man dazu zumindest sagen, dass sie das Diktat der äußeren Uhr so sehr verinnerlicht hat, dass sie selber danach tickt. Und mit Heike Klippel müsste man hinzufügen, dass der Film Verständnis dafür zeigt, dass Jeanne Dielmann ihre Macht über das Heim als einzigen ihr zugestandenen Autonomiebereich zu verteidigen sucht, indem sie sich in ihrer Arbeit realisiert am laufenden Band hervorbringt. 1975 ist, wie wir bereits erfahren haben, nicht nur das Erscheinungsjahr von diesem Film, sondern auch das Jahr, in dem Laura Mulvey's folgenreicher Aufsatz Visual Pleasure Narrative Cinema eine theoretische Entwicklung ins Rollen brachte, die für die nächsten 10 Jahre mindestens den feministischen Diskurs in den Filmwissenschaften grundlegend bestimmt hat. An die Stelle einer kritischen Auseinandersetzung mit Frauenbildern oder Stereotypen von Weiblichkeit, die sich nur durch eine Abgleichung mit einer gleichsam absolut gesetzten Wirklichkeit führen lässt, tritt die Frage nach der Funktion von diesen Bildern und die Betonung der produktiven Anteile des Visuellen an der Konstruktion von Wirklichkeit und Identität. Basierend auf Jacques Lacans These, dass Identität nur durch eine verkennende Projektion entstehen kann und sich durch eine Blickbeziehung zwischen Subjekt und Bild ereignet, entwickelte die psychoanalytisch orientierte feministische Theorie ein Instrumentarium, mit dem das Verhältnis von Bild, Blick und Begehren Geschlechter theoretisch erfasst werden konnte. Laura Mulvey hat das klassische Hollywood-Kino als Kontrollmechanismus eines männlichen Blicks gedeutet, den die Kinogänger und Kinogängerin unabhängig von ihrem tatsächlichen Geschlecht einnehmen müssen. In ihrer Analyse des klassisch-narrativen Kinos hat Mulvey eine oppositionelle Struktur herausgearbeitet, in welcher Aktivitäten wie das Blicken, Handeln und raumgreifende Bewegungen an männliche Protagonisten gekoppelt seien, während das Angesehenwerden
Sexualität und Körperlichkeit sowie die Handlung retardierende Momente wie das Warten mit weiblichen Figuren konnotiert wird. Nicht diese Aufteilung an sich ist problematisch, so bringt es Heike Klippel auf den Punkt, sondern die Tatsache, dass das Bild der Frau das geheimnisvolle Andere und das von der symbolischen Ordnung Ausgeschlossene bezeichnet. Malvi zufolge ist das durch Hollywood konstruierte Bild der Frau der Schlüssel zum männlichen Unbewussten und wird zum Schauplatz verschiedenster Bewältigungsstrategien. Angesichts dieses Negativbefunds von 1975 erschien Chantal Ackermanns Schandilmann als Lichtblick, als großartige Perspektive für den narrativen Film, dem Malvi bereits den Untergang prophezeit hatte. Dieses Kino kam in jeder Hinsicht ihren ästhetischen und politischen Forderungen nach, ohne dabei das Terrain des Erzählfilms zu verlassen. Schandilmann widersetzt sich den von Laura Mulvey aufgedeckten weiblichen Mythenbildungen radikal, indem er sein Sachverhalt, eine Hausfrau bei der Arbeit, mittels extremer Dauer und Insistenz auf dem Detail hyperrealistisch, so Yvonne Margulies, und auf radikal nüchterne Weise aufzeigt. Der Film fungierte für ein feministisches Gegenkino als Paradebeispiel zu all dem, was das männlich dominierte Hollywood-Kino verkörperte und war frei von männlich konnotierten Projektionen. Stattdessen wurde der Film selbst teilweise, so meine Einschätzung im Anschluss an Yvonne Margulies, zur Projektionsfläche eben dieser Theoretikerinnen. Jean Lienmanns Erfolg ist auch ein Erfolg seiner Instrumentalisierung durch die Diskurshoheit der psychoanalytischen Theorie. Und das Grundproblem der psychoanalytischen Lektüre liegt meines Erachtens darin, dass in Jean Dielmann vornehmlich eine politisch-theoretische Allegorie gesehen und dadurch verkennt wurde, dass hier eine Alternative für und nicht nur gegen das Erzählkino entwickelt wurde. Der Film Jean Dielmann verzichtet vollständig auf das Prinzip des Gegenschusses und damit auf eine im narrativen Kino etablierte Strategie der komplizenhaften Verbündung oder aber Identifikation zwischen Zuschauer und fiktiver Figur. Ein Blick auf die Figur aus einer bestimmten Perspektive wird durch einen Blick aus ihrer Perspektive abgelöst und unser Blick wird mit dem Blick der Figur verschaltet. Auf diese Weise wird zwischen dem filmischen Text und dem Publikum vermittelt. Nicht so in Jean Dielmann. In mehr oder minder gleichbleibender Distanz, amerikanisch bis halbtotal, blickt die fixierte Kamera frontal oder bildparallel auf die Figur. Dieser Blick auf die Figur wird niemals ergänzt oder erlöst durch einen Blick aus ihrer oder seiner Perspektive. Mit diesem Verzicht auf das Prinzip des Gegenschusses verweigert Ackermann, so Yvonne Margulies, zwischen den Figuren und dem Publikum zu vermitteln und wirft das Publikum auf sich selbst zurück. Meines Erachtens kritisiert sie darüber hinaus noch ganz generell das mit dem psychoanalytischen Konzept der Sutür verbundene Unterstellung von Sichtweisen. An die Stelle von Sichtweisen stehen bei Ackermann Bilder, die auf ihre Bildhaftigkeit, auf ihre Materialität und Oberflächlichkeit und damit auf ihre Opazität insistieren. Dem Publikum zwar psychologische Tiefe suggerieren, darauf komme ich zurück, aber nicht mehr preisgeben, als was sie zeigen. Dadurch wird die Zuschauerin, der Zuschauer nicht nur in die Position eines Gegenübers und außen vor verwiesen, sondern gewährleistet wird auch eine Art Integrität oder aber Unantastbarkeit der Figur als der andere, wie ihn Emmanuel Levinas beschreibt. Ich zitiere, einem anderen Menschen begegnen heißt, von einem Rätsel wachgehalten zu werden. Ackermann hat sich sehr oft auf Levinas bezogen, von daher ist das nicht ganz kontingent. Diese Form der aufmerksamen Diskretion scheint mir in Ackermanns Figurenzeichnungen für ihre Ethik der Repräsentation zentral. Einen ähnlichen Effekt wie der Verzicht auf das Prinzip des Gegenschusses hat die Art und Weise, wie Chantal Ackermann den sehr spärlich eingesetzten Dialog gestaltet. Beziehungsweise von Dialogen eigentlich kann nicht die Rede sein, eher von adressierten Monologen oder Einwegdialogen, auf welche keine Reaktion oder gar Antworten zu erwarten sind. Wie die Bilder vermittelt auch der gesprochene Text nicht wirklich zwischen den Figuren oder zwischen Figur und Publikum. Auch der gesprochene Text lässt sich kaum naturalisieren. Insistiert wird auf der Künstlichkeit des Vortrags,
auf der Materialität der Worte, des Klangs und des Rhythmus der Stimme. Ackermanns filmische Sprache findet damit einen präzisen Ausdruck für das Problem der sprachlichen Verständigung generell. Auch für jenes Problem, das laut der psychoanalytisch orientierten feministischen Theorie durch den Ausschluss des weiblichen Geschlechts aus der symbolischen Ordnung, damit aus dem Reich der logozentristischen Sprache zustande kommt. Eindeutig beurteilt wurde der Effekt des Verzichts auf das Schnittmuster Schuss-Gegenschuss von Laura Mulvey und Janet Bergstrom. Ihnen zufolge garantiert diese Abweichung gegenüber der klassischen Repräsentation in erster Linie die Trennung zweier Modi von Weiblichkeit. Die aufgrund des patriarchalen Systems verhinderte und angepasste Figur Jeanne Dielmann und die Feministin, die Regisseurin, die den objektiven Bedingungen ihrer Unterdrückung zuschaut. Mit dieser Lektüre einher geht die Konzeption von Jeanne Dielmann als eine lineare Befreiungsgeschichte oder die Geschichte einer zunehmenden Emanzipation und Autonomisierung einer unterdrückten Hausfrau. Der Mord vor dem Schluss, Spoiler, bedeutet den Mord am Mann und damit den mehr oder minder geglückten Befreiungsschlag vom Patriarchat. Das verbindende Moment der feministischen Forderung nach der Befreiung der Frau von der Herrschaft des Patriarchats war der Begriff der Repression. Die patriarchale Herrschaft wurde analog der kapitalistischen als Macht- und Unterdrückungsverhältnis angesehen. Die Funktion von Herrschaft beruht dabei neben ökonomischen Ausbeutungsmechanismen auf Unterdrückung der Sexualität. Die Vision durch eine Befreiung von der patriarchalen Unterdrückung, wie sie Jeanne Dielmann gemäß diesen Ansätzen leistet, endlich zu einer natürlichen oder authentischen Weiblichkeit zu finden, wurde im Anschluss an die Auseinandersetzung mit den Texten von Michel Foucault den Boden entzogen. Foucault setzte in seinem 1976 erschienenen Buch Sexualität und Wahrheit der Repressionsthese ein Erklärungsmodell von Macht und Sexualität entgegen, das sich nicht in einer Dialektik von Unterdrückung und Befreiung auflösen lässt. Die Festschreibung von Jeanne Dielmann als lineare Geschichte einer Emanzipation aus den Fängen des Patriarchats möchte ich durch die Betonung der spezifisch filmischen Mittel dieses Filmes widerlegen. Dazu möchte ich die Aufmerksamkeit nochmals auf die hohe Künstlichkeit dieses Filmes lenken, die zu seinem realistischen Inhalt in einem für den Film charakteristischen Spannungsverhältnis steht. Sein Status als Artefakt, als Gemachtes, wird nicht geleugnet, vielmehr durch die kompromisslose Visualität und Inszenierung dezidiert zur Schau gestellt. In der Art der Inszenierung von Frau Dielmann liegt, wie vielfach festgestellt wurde, ein stark distanzierendes, irrealisierendes Element und die Aufmerksamkeit wird auf Diskurse gelenkt, die weit über das Gezeigte hinausgreifen. Von einem opulent filmischen Film kann hier die Rede sein, wenn denn filmisch nicht den Ausschluss von malerischen, musikalischen und tänzerischen Qualitäten bedeutet, sondern vielmehr deren Integration. Die Figur Jeanne Dielmann als Subjekt der Handlung und als Objekt des Blicks weist, so würde ich behaupten, eine Art Bewusstsein auf, das ich als Bild- oder Filmbewusstsein beschreiben möchte. Jeannes Bewegungen und Handlungen richten sich in expliziter Weise auf die Bild- und Filmwertung aus, das heißt auf die kadrierte Oberfläche in der Zeit, die die Dauer des Films ausgrenzt. Mit dem Lichtschalter bestimmt sie selber über ihre Sichtbarkeit im Film und über hell und dunkel überhaupt. Ein Energiehaushalt. Licht aus, wenn sie den Raum verlässt, Licht an, wenn sie den Raum betritt. Haus- und Filmarbeit zeigen sich in ihrer gegenseitigen Durchdringung. Frau Dielmann trägt hochhackige Schuhe, ihre Schritte auf dem Holzboden formen sich zu einem je nachdem beschwingten oder hämmernden Rhythmus. Ein Rhythmus, der die Tonspur strukturiert. Als Akt der Komposition deckt Frau Dielmann liebevoll den Tisch. Und das bedeutet, durch die Art und Weise, wie sie ihren Haushalt führt, bestimmt sie über die filmische Form. Dadurch wird das Objekt der Repräsentation und seine Handlungen mit der Bildproduktion verschaltet. Beziehungsweise die Frau im Bild ist an der Gestaltung ihres Bildes aktiv beteiligt. Dazu wird zum einen die Hausarbeit, die seit jeher auch auf die Erscheinung ausgerichtet ist, selbstreflektiv und ästhetisch gewürdigt und zugleich wird dadurch ein Riss zwischen Kunst und repräsentierter Realität sichtbar, den ich mit Rancière als ästhetischen Bruch oder als
Spielraum bezeichnen möchte. Der Bruch oder aber Spielraum kommt besonders deutlich im leicht manierierten Stil von Delphine Seyrigs Schauspiel zum Ausdruck. Die Hausfrau Jeanne wird verkörpert, reproduziert in einem Akt des Spiels und ist niemals mit sich selbst identisch. Jeannes Körper erscheint nicht als natürlich gegeben, auch nicht als ihr selbst, vielmehr wird er im sichtbaren Zusammenspiel von Schauspiel, Dekor, Kamera und Licht als ästhetisches Objekt und Bild hervorgebracht. Durch die repetitive, nach dem Prinzip der Serialität oder der Variation funktionierenden filmischen Struktur wird diese aktive Bildproduktion immer wieder aufs Neue vollzogen. Mit filmischen Mitteln vorgeführt wird in Jeanne Dielmann, so könnte man sagen, ein performativer und unabschließbarer Akt der Repräsentation, der sich einem objektivierenden Zugriff entzieht. Durch seinen explizit performativen oder selbstreflexiven Charakter liefert dieser Film meines Erachtens einen Schlüssel zu einer durch Foucault beeinflussten postfeministischen, queer-theoretischen Konzeption von Identität, die sich mit einer binären Gegenüberstellung von weiblich und männlich, von Opfer und Täter, von Objekt und Subjekt nicht fassen lässt. Die Souveränität Jeanne Dielmanns, die in der ersten Hälfte des Films durch die nahtlos ineinandergreifenden und perfekt rhythmisierten Handlungen hergestellt und als eine Art Oberflächenspannung aufrechterhalten wird, bricht in der zweiten Hälfte ein. Ist der erste Teil des Films durch die Instandhaltung der Ordnung geprägt, so handelt der zweite Teil von einer Störung dieser Ordnung. Ben Singer hat auf das streng Symmetrische des Filmes aufmerksam gemacht und den Midpoint, sozusagen mit Sitfield, hinter die verschlossene Tür verwiesen und während des Besuchs des zweiten Freiers identifiziert. Das entspricht der gängigen Lektüre und Chantal Ackermanns eigener Aussage. Ein Orgasmus hat Frau Dielmann aus der Bahn gebracht. Der Film selbst ist viel weniger explizit. Mit Sandy Flitterman: "The fact that something unrepresented and therefore undefinable has happened with client number two is revelated through minute slips in the action, traces of some disorienting force that has injected chaos into Jeanne's well-regulated life." Im Anschluss an die Diskussion mit meinen Studierenden letzte Woche an der UdK Berlin möchte ich den neuralgischen Punkt noch etwas vorverschieben und für die anschließende Visionierung die gemessene Mitte des Films hervorheben. Vielleicht ist hier, also diese Szene, während in der Jeanne Dielmann im Café sitzt und ihren Kaffee trinkt, das ist quasi die berechnete Mitte des Films. Vielleicht ist hier etwas hereingebrochen, etwas Ungewohntes, ein Gedanke, ein Gefühl. Ein sexueller Höhepunkt danach wäre dann bereits die erste Konsequenz. Nach dem Besuch des zweiten Freiers hat Frau Dielmann leicht zerzaustes Haar und vergisst, die Suppenschüssel mit dem Deckel zuzudecken. Es ist dies eine Nachlässigkeit, die ihr nie zuvor widerfahren wäre. Erlebbar wird eine Differenz zum etablierten Status quo. Gleich darauf wird klar, dass Jeanne Dielmann die Kartoffeln hat verkochen lassen, zu lange kochen lassen, was wiederum bedeutet, dass die Zeit nicht effizient genutzt, der Umgang mit der Zeit unökonomisch war. Nun gerät der Tagesablauf durcheinander. Die Abläufe stocken und die Handlung nimmt ihren dramatischen Verlauf. Dies zeigt an, worum es in der zweiten Hälfte geht. Um Zeit, die sich schleichend aus ihrer Handlungsgebundenheit befreit und freisetzt, sowohl befreiend und freigesetzt, sowohl befreiend wie bedrohlich ist. Für Frau Dielmann, wie auch für uns, die wir mit ihr die Zeit verbringen. Wie Heike Klippel im Anschluss an Robert Levins soziologisch-empirischen Untersuchung zur Zeit ausführt, ich zitiere: "So sehr sich auch alle darüber beklagen, dass ihnen an Zeit mangelt, so scheint der wahre Schrecken doch eher darin zu liegen, zu viel davon zu haben." Im Film Jeanne Dielmann überlagern sich zwei gegensätzlich konzipierte Zeitlichkeiten in einer Weise, so meine These, dass keine die Herrschaft über die andere einnehmen kann und ein Zustand der Paradoxie oder besser der Ambivalenz eintritt. Es ist zum einen das Strukturprinzip des Seriellen, der Reihung des Gleichförmigen, Repetitiven, die den Film Jeanne Dielmann in formaler wie auch inhaltlicher Hinsicht auszeichnet und wie die reproduktive Arbeit unabschließbar auf die Ewigkeit hin angelegt ist.
Durch den herausgehobenen Moment in der Mitte des Films, diesen Midpoint, der das Ursächliche nur aus Leerstelle formuliert, tritt eine Veränderung ein, die sich im zunehmenden Kontrollverlust von Frau Dielmann manifestiert, im Zerfallen eines effizienten oder aber arbeitsökonomischen Umgangs mit der Zeit. Der Zerfall des Systems, der eine Entfremdung zwischen Frau Dielmann und ihrer Arbeit bedeutet, geht einher mit einer zunehmenden Spannung, die sich schließlich in einer Handlung entlädt, ohne sich wirklich zu entladen, sich auflöst, ohne sich wirklich aufzulösen. Durch diesen Verlauf wird deutlich, dass die Zeitlichkeit der Serialität von einer komplementär anderen Struktur überformt oder besser unterformt wird. Einer teleologischen oder aber fortschritts- und entwicklungsorientierten Struktur, die nicht unabschließbar ist wie die reproduktive Struktur, sondern auf ein Ende hinzielt und mit diesem Ende schließt. Diese Entwicklungs- und auf ein eindeutiges Ende hin orientierte Zeitlichkeit stellt laut Julia Kristeva die in der abendländischen Kultur vorherrschende Zeitlichkeit dar. Jene Zeitlichkeit, die die symbolische Ordnung bestimmt. Es ist dies eine vom Fortschrittsglauben getragene Zeitvorstellung, die sich in narrativen Sequenzen entfaltet und aus Beginn, Entwicklung und Ankunft eine klare Form annimmt. Man denke beispielsweise an die christliche Heilsgeschichte, wie aber auch an die griechischen Mythen etc., die vornehmlich diese teleologische Struktur aufweisen. Laut Kristeva ist diese Zeitlichkeit männlich kodiert und getrieben von der Not, ihr anderes, die weiblich kodierte zyklische Zeitlichkeit, gleichzeitig zu verleugnen und damit aus der symbolischen Ordnung auszuschließen. Durch seine partielle Teilhabe an einer entwicklungsorientierten Zeitlichkeit schreibt sich Jean Dielmann in den Mainstream des abendländischen Erzählens ein und durch die klar markierte Unterteilung in drei Tage, sowie das Muster Ordnung, Störung, Wiederherstellung der Ordnung mit Fragezeichen, appelliert der Film nicht ohne Ironie an die in Aristoteles Poetik erstmals formulierte Dreiaktstruktur, die als Paradigma des idealen Drehbuchaufbaus einen der zentralen Grundpfeiler der klassischen Drehbuchtheorie und des konventionellen Erzählens, Erzählfilms darstellt. Dadurch werden die alltäglichen Handlungen von Frau Dielmann mit den klassischen Heldentaten gleichsam auf eine Höhe gebracht, wobei sich Heldentaten im Gegensatz zur Arbeit laut Hannah Arendt durch ihre Einmaligkeit auszeichnen. Ich verweise auf die Stelle in Arendts Vita Activa, wo es um die 12 Arbeiten des Herkules geht. Ich zitiere, die 12 Arbeiten des Herkules sind wunderbar heldenhafte Taten, die für die Erhaltung der Welt erforderlich sind. Zu diesem gehörte bekanntlich auch die Reinigung des Augiasstalls. Leider, so Arendt, hat nur der Augiasstall die wunderbare Eigenschaft, sauber zu bleiben, wenn er einmal geputzt worden ist. Ende Zitat. Der Mord zum Schluss zeichnet sich im Gegensatz zu allen anderen Handlungen von Frau Dielmann durch seine Einmaligkeit aus. Gleichzeitig wird er verrichtet wie eine Haushaltsaktivität oder Haushaltstätigkeit. Damit wird der Anspruch an Gleichwertigkeit der Handlung bzw. Aufwertung pointiert. Von der Equivalence of Events hat Yvonne Margulies geschrieben und damit die vorherrschende Interpretation des Mordes als Mord am patriarchalen System widerlegt bzw. differenziert. Durch den Mord am Schluss wird das Drama Jean Dielmann zum Krimi und damit in eine höhere Rangordnung der Bilder oder aber Filme erhoben. Ackermann selbst meinte dazu, ich zitiere, in movies the most important images, the most effective and powerful ones are crimes, car chases, etc. Not a woman shown from the back doing dishes. But that death is shown on the same level as the murder. In fact, I think it is much more dramatic. I really think that when she bangs the glass on the table and the milk might spill, that's as dramatic as the murder. Dem Mainstream des abendländischen Erzählkinos entgegen läuft die sich zerdehnende Zeitlichkeit der Serialität und die darin implizierte Unabschließbarkeit. Mit dieser zeitlichen Struktur zusammen hängt Jean-Dal Ackermanns Absage an das kausallogische Prinzip und das entsprechende Schnittsystem, demzufolge eine Einstellung, die Vorangegangene begründen oder aber erklären würde. Anstelle einer kausallogischen Verknüpfung der Einstellungen werden die Einstellungen im Sinne eines Und aneinandergereiht.
Und dies gilt auch im zweiten Teil, wenn das Regime zusammenbricht und das Drama sichtbar seinen Gang nimmt. An die Stelle eines intellektuellen Nachvollzugs der psychologischen Motivation von Handlungen setzt der Film auf seinen Vertrag mit der Echtzeit, auf die in der Zeit andauernden und verkörperten Aktivitäten und Passivitäten der Figur und die verkörperte Ausdauer des Zuschauers. His persistence in time, wie Margulies schrieb. Im Gegensatz zum klassisch gestrickten Spielfilm wohnen wir hier der physisch-sinnlichen Entfaltung der Dinge in ihrer ganzen Dauer bei und folgen den Figuren, Formen, Farben im rhythmisierten Schritt und Tritt. Durch dieses Andauern erzeugt wird das Gefühl einer Simultaneität, einer Art Kopräsenz mit der repräsentierten Figur und ihrer Welt oder aber einer gleichzeitigen Anwesenheit im Raum. Ganz anders als durch die verkennende Identifikation wird so das Gefühl der Nähe zur Figur geschaffen und als echte Alternative zur klassischen Sutür ein Eintauchen in die fiktive Welt ermöglicht. Durch das Stocken von Jeannes reibungslosem Alltag befreit sich die Zeit aus ihrer Handlungsgebundenheit und stellt so, freigesetzt und insistierend auf Jeannes ausgestellte Passivität, die Frage nach ihrem Innenleben, nach ihren Emotionen und Erinnerungen mit Nachdruck. Was sich mit dem Fortschreiten der Zeit und dem sich steigenden Drama verschärft, ist das Wissen darum, dass wir nichts wissen, beziehungsweise so wenig wissen angesichts dessen, dass wir mit der Figur so reichlich Zeit verbracht haben. Darin zeigt sich die sowohl bild- wie auch erkenntniskritische Haltung, die Ackermanns Denken in Filmen charakterisiert. Zwischen Range of Knowledge, also der Wissensbreite, und der Depth of Knowledge, Wissenstiefe, besteht eine enorme Kluft. Hinsichtlich des Range of Knowledge sind wir reichlich aufgeklärt, wir kennen die genauen Koordinaten in Jeannes Wohnung, die detaillierten Abläufe ihres Tages, wir kennen ihre Kleidung und deren Texturen, die Materialität des Mobiliars und dessen Funktionen, wir kennen das Muster der Tapeten, Jeannes Haltung, ihre Gesten bis ins Kleinste. Diese Informationen können wir den in der Zeit andauernden Tableaus und dem Rhythmus ihrer Aufeinanderfolge entnehmen. Den Oberflächen oder aber Untiefen des bewegten Bildes gewissermaßen. Wir erhalten jedoch kaum Informationen über die psychologische Tiefe der Figur und der erzählten Geschichte, was einer geringen Wissenstiefe, eben Depth of Knowledge, gleichkommt. Weder werden wir aufgeklärt über die Motivation, die Jeanne zu ihrer Tat bewogen hat, noch wissen wir überhaupt, was sie bewegt. Mit anderen Worten, obwohl Jeannes Verhalten ständig zur psychologischen Dekodierung einlädt, werden keine Gründe, keine Motivationen preisgegeben. Es gibt keine Erklärung der Charaktere, es gibt nur Implikation, indem auf der Körperlichkeit der Darsteller insistiert wird, wie auch auf den Mitteln des Kinos, der Materialität der imaginären Maschine. Ein zentraler Grund für die große Bedeutung dieses Films liegt meines Erachtens in eben dieser Spannung zwischen einer brillanten Oberflächlichkeit und offensiven Sichtbarkeit, die durch eine ins Artifizielle gesteigerte Aufzeichnung alltäglicher Texturen und Details zustande kommt, und einer offensiven Opazität, die in der vollständigen Abwesenheit einer klassisch-narrativen Erklärungslogik liegt. Durch diese doppelte Eigenschaft ist Jeanne Dielmann zur Projektionsfläche und zum Gegenstand unterschiedlichster Interpretationen geworden, auch diese. Doch der Versuch, der Oberfläche eine Tiefe abzugewinnen und diese mit Klippel hintergründige Subjektivität zu entschlüsseln, scheitert. Und in dieser Opazität und Widerständigkeit liegt meines Erachtens ihr Erfolg als nachhaltige und komplexe Figur der Fiktion. In der letzten Einstellung sitzt Frau Dielmann mit gesenktem Blick frontal zur Kamera uns gegenüber und verkörpert die Zeit, die die Einstellung dauert, 7 Minuten. Dann bricht der Film ab und die Credits folgen. Frau Dielmann sitzt stumm und nahezu reglos da. Die roten Flecken an den Händen und auf der weißen Bluse erinnern an die vorangegangene Tat und widerstehen als Spuren dem Transitorischen. Ein Heben und Senken des Brustkorbes, minimale Bewegungen der Hände und ein gelegentliches Wogen des müden, sich gegen die Schwerkraft stemmenden Kopfes wirken einem absoluten Stillstand entgegen. In der mehrfach subkadrierten Kadrierung reflektieren die Leuchtreklamen der Straße und erinnern an den filmischen Flicker, der das Bewegtbild ermöglicht. Frau Dielmann sucht noch immer, die Haltung zu wahren.
im Sinne der reproduktiven Arbeit den lebendigen Körper gegen den Verschleiß der Zeit, wie Arendt meint, aufrechtzuerhalten, so gut es geht, gegen den unartikulierten Abgrund oder das Nichts. Leben wird hier auf den kleinsten Nenner gebracht, auf physische Präsenz und der in der Zeit andauernden Stille und Reglosigkeit will Bedeutung zugemessen werden. Durch die Verweigerung von Sinnproduktion und einem Insistieren auf der opaken Bildlichkeit des Films werden in Chantal Ackermanns Filmen, so würde ich behaupten, Verfahren der Sinnproduktion offengelegt und in eine existenzielle Dimension sichtbar gemacht. Alltagsstrukturen, Routinen, Rituale, allesamt Gestaltungen der Zeit, die dem Gefühl ihres sinnlosen Verstreichens entgegenhalten und auch das Drama verhindern sollen. Dammbildungen gegen leere Zeit, wie Heike Klippel einmal schrieb. Dabei wird auch das Drama als zeitliche Gestaltung ausgewiesen, die sich gegen die Sinnlosigkeit richtet. Aristoteles hat in seinen Leitfaden zum gelungenen Drama betont, dass alle geschilderten Handlungen und Ereignisse aus einer inneren Notwendigkeit aufeinander folgen und sich zu einem in sich abgeschlossenen, vollendeten Ganzen fügen sollen. Eine ebensolche scheinbar innere Notwendigkeit herrscht in Jan Dielmanns Regime der Reproduktion und Chantal Ackermanns Film als ästhetisches Regime wiederum legt diese Parallelen offen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es lohnt sich vielleicht nochmal in Erinnerung zu rufen, dass sie 25 war, als sie diesen Film gemacht hat. Und Je tue l'elle ist ja ein Film, den sie in sehr kurzer Zeit ohne Budget und irgendwas gemacht hat, um Delphine Seyrig zu überzeugen davon, dass sie diesen Film machen kann und um sie gewissermaßen zur Mitarbeit zu bewegen. Und du hast in deinem Vortrag eine wunderbar detaillierte und präzise Analyse uns offeriert und hast auch immer wieder gesagt, es ist der Film von Ackermann und Mangold und Seyrig. Es gab eine Stelle, wo du und so weiter gesagt hast, ne? Also auch darauf hingewiesen hast, dass es ein Team-Effort ist. Und ich möchte vielleicht in die Diskussion einsteigen über die, sagen wir mal, die dritte Person im Bunde, eben Delphine Seyrig, die ja zum Zeitpunkt, als sie diesen Film gemacht hat, hat sie schon mit Truffaut gearbeitet, mit Buñuel, vor allem die beiden berühmten Alain René-Filme hat sie gemacht. Sie war in Pull My Daisy von Robert Frank drin, also die kommt überall vor in der Filmgeschichte. Und wir haben uns zwischendurch mal kurz darüber unterhalten. Sie hat auch als Model gearbeitet. Und etwas, was an dieser schauspielerischen Leistung für mich wahnsinnig beeindruckend ist, ist diese tänzerische Präzision. Und das diskret musikalische auch der Bewegungen. Ich habe noch nie jemanden so einen Schnitzel zubereiten sehen. Ne? Also diese Art von, ja, das ist eine unglaubliche Sache. Und der Film funktioniert nicht ohne diese Schauspielerin. Das wusste Ackermann natürlich auch. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Ja, ich finde das auch so einen ganz entscheidenden Moment, diese eben, also du hast da vorher gesagt, eben Model oder auch die Pose überhaupt, dass diese Hausarbeiten, und es sind ja nicht nur Hausarbeiten, das ist mir jetzt auch nochmal deutlicher geworden, es ist ja auch das, also nicht nur das Zubereiten, sondern eben auch das Konsumieren, alles, dass das mit diesem Überschuss an Pose quasi eigentlich ausgeführt wird. Also das fand ich jetzt schon auch nochmal sehr eindrücklich. Und ich habe mich jetzt gefragt, wie ihr das, also oder meine eigene Lektüre da auch hingehend ein bisschen ich habe mich gefragt, inwiefern diese Pose eben dann auch zusammenbricht in diesem zweiten Teil. Also sie versucht, sie quasi immer aufrecht zu erhalten, aber es ist doch irgendwie so, dass dieses fürs Bild agieren und dieses Posieren eigentlich nicht mehr so
intensiv funktioniert wie im ersten Teil. Und trotzdem ist es nicht so, dass man das Gefühl hat, dass das Bild, dass jetzt quasi die Kamera jetzt quasi die Figur als Objekt betrachtet. Es gibt immer noch diesen ästhetischen Widerstand, aber der funktioniert irgendwie anders. Also es ist jetzt so eine offene Frage eigentlich, wie sich das verändert durch dieses, durch diesen Verlust an Haltung oder an Verlust der Souveränität letztlich, wie sich diese, ob sie tatsächlich die Pose verliert oder nicht mehr Model ist oder wie sie dieses Bild dann von sich selber im zweiten Teil immer noch wahrt oder herstellt oder inwiefern das zusammenbricht. Also man kann sich ja fragen, wo es anfängt, der Souveränitätsverlust. Es ist sicher der Moment, wo sie die Kartoffeln verkocht und dann diese Odyssee mit dem Kochtopf beginnt. Also klar ist, jetzt weiß sie nicht mehr, dieser Bruch der Routine, sie weiß nicht mehr, was sie damit anfangen soll. Aber es gibt ja, du hast ja davon gesprochen, dass der Film in gewisser Weise sehr klassisch strukturiert ist. Nicht? Also die drei Tage sind drei Akte oder es ist ein A-B-A-Plus-Schema, das durchgespielt wird. Und im Mittelteil gibt es ja sehr klassische dramaturgische Muster. Der Suppentopf, wo sie vergisst, den Deckel wieder drauf zu tun, das macht einen großen, einen klassischen Suspense-Spannungsbogen auf. Weil wir wissen, dass der Junge bald nach Hause kommt und wir davon ausgehen, dass der nicht weiß, dass das die Gelddose ist für das Geld, das sie von den Freien kriegt. Und wenn der da reingeht und dieses Geld in den Topf sieht, dann wird er Fragen stellen. Nicht? Und solange der Topf auf ist, ich war jedenfalls gestresst. Die muss diesen verdammten Topf zumachen. Weil sonst gibt es Probleme. Nicht? Und dann macht sie ihn zu, gerade bevor er so nach Hause kommt. Und das ist auch so ein Payoff-Moment. Und das funktioniert. Das sind klassische Spannungsdramaturgien. Deswegen funktioniert der Film auch so wahnsinnig gut als Erzählkino, weil es diese minimalistischen Spannungsbögen drin gibt, die dann aber auch so funktionieren. Aber das ist ja schon ein Moment der Irritation, weil sie sonst mit einer solchen Klarheit immer die Dinge an den richtigen Ort tut. Also man könnte auch einen Supercut machen von Szenen, wo sie Sachen zusammenfaltet und Folien für die Aufbewahrung wieder vorbereitet. Nicht? Und das hat immer so eine unglaubliche Genauigkeit und dann lässt sie diesen Topf auf. Und das ist völlig irritierend. Also ich habe mich eben gefragt, ist das der Moment, wo es irgendwie... Ja, also ich hab eben ein bisschen oder dieser Midpoint eigentlich, für mich ist der Moment eigentlich derjenige im Café und in der Literatur wird der immer quasi hinter die verschlossene Tür beim zweiten Freier verwiesen, also eigentlich der Moment, der dann diese Konsequenzen, die du jetzt aufgezählt hast, quasi auflöst. Man sieht ja eigentlich nur die Konsequenzen. Und die Frage, wo dieser Moment, also dieser Kippmoment, der bleibt eine Leerstelle letztlich. Und das ist einfach unsere Projektion, den quasi den irgendwo zu platzieren. Wo also jetzt bei der Visionierung habe ich immer an den Zweifel auch gedacht. Das war vorher irgendwie nicht so stark, aber dass man das Gefühl hat, es schleicht sich so ein Zweifel einfach ein in alles. Und dieser Moment eben wie so eine Spritze, der irgendwo schießt der quasi ein, ob das jetzt in der Literatur wird eben immer quasi oder gemutmaßt, dass sie einen Orgasmus hatte beim zweiten Mal und deswegen, dass diese Zeitverschiebung quasi zustande kommt, die sie dann total aus dem Lot bringt. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so entscheidend, sondern es geht eher um dieses überhaupt, um dieses Vorführen des was das heißt, wenn einfach etwas nicht mehr funktioniert oder etwas sorgfältig aufgebaut, wie wenig das vielleicht auch braucht, so eine sorgfältig etablierte Ordnung ins Wanken zu bringen. So. Genau. Anja, bitte. Also ich finde die Ordnung ja gar nicht so, ich habe den Film jetzt, ich habe nachgerechnet, 37 Jahre nicht gesehen. Und davor war er für mich ganz, ganz wichtig. Und ich habe ihn witzigerweise viel minimalistischer in Erinnerung, als er wirklich war. Der ist ja total, da ist ja so viel Storytelling drin. Also zu dieser
irren Ordnung oder super Ordnung, die sie hat. Ich finde diese Nicht-Dusch-Szene, diese Wasch-Szene, die finde ich so extrem aufschlussreich, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, Mädel, warum duschst du nicht? Die hat ja einen Duschkopf, ja. Also die wäscht sich in einer zusammengekauerten Haltung mit einer Art und Weise, wie sie sich ja selber als Ding behandelt. Also sie hat ja genau solche Schrupp- und Mechanismen drauf, wie sie ja die Dinge um sich herum behandelt. Und das ist, finde ich, so ein Moment, der diese ganze Zwanghaftigkeit, dieses nicht kein Verhältnis zu sich als organisches Wesen haben, so ganz deutlich macht. Und deswegen ist diese Szene, denke ich, auch so ausführlich. Und deswegen ist, das erklärt für mich auch den ganzen Film, weil so ein zwanghaftes, distanziertes Verhalten zu sich selber, das kann nur irgendwann, ja, zu einer Auflösung führen. Das kannst du nicht ständig weitermachen. Also das war für mich jetzt so nach 37 Jahren die Schlüsselszene. Ja, okay. Wir haben gerade schon mal, also wir beide haben den Film gerade zum ersten Mal gesehen. Und ich würde sagen, das ist überhaupt kein Souveränitätsverlust und wir brauchen auch keinen Punkt, an dem Konzepte überhaupt ins Wanken geraten. Da gibt es ja ganz viele Stellen, wo die anfangen ins Wanken zu geraten. Also der, wenn sie das zweite Mal strickt, das Lied, was da läuft, deutet ja darauf hin, dass sie vielleicht Erinnerungen hat. Dann kommt dieser Brief der Schwester, du kriegst ein Geschenk. Das ist ja nachher auch der auslösende Moment. Es gibt das erste Mal in ihrem Leben jemanden, der ihr was schenkt, der sie wirklich liebt. Also da ist irgendwas, da ist ja auch dieser Moment dabei, dieses rosa Nachthemd, was sie geschenkt bekommt, wonach sie ja auch die ganze Zeit sucht. Und ich glaube, es ist überhaupt nicht wichtig zu sagen, es gibt da den Punkt mit der Kaffeetasse oder ob sie einen Orgasmus hatte oder so, sondern es ist sozusagen, da kommt Lebendigkeit in sie rein und ihre Konzepte gehen auseinander und deshalb geht ja auch die Büchse der Pandora auf, die dann noch schnell geschlossen wird. Aber sie könnte auch offen bleiben, weil es sowieso ist der Anfang sozusagen dessen, was da in Bewegung gerät. Und deshalb glaube ich, brauchen wir da wirklich nicht unbedingt diesen Mittelpunkt. Und ich finde, es ist ja, genau, es ist irgendwann klar, da geraten die Sachen ins Wanken. Ich finde die Szene mit den Kartoffeln super, weil sie eben überhaupt nicht mehr weiß, wie sie damit umgehen soll, dass die Sachen ins Wanken geraten. Ja, viele Sachen, die dann kommen, sind ja auch folgerichtig, dass sie ihre Knöpfe nicht mehr zukriegt, dass sie die Kaffeetasse, dass der Kaffee nicht mehr schmeckt. Aber darf ich ganz kurz rückfragen nur, also sind wir uns einig, dass es eine Ordnung gibt und eine Störung, eine gestörte Ordnung, ohne das zu ohne quasi das zu beurteilen, ob das positiv ist oder negativ. Aber ich ja, also wenn ich würde von Gleichgewichten ausgehen, es gibt genau ein Gleichgewicht. Genau. Und wenn ich in ein neues Gleichgewicht wird, dann gibt es eine Störung des Gleichgewichtes und da gibt es Übergänge. So, und ich würde beides nicht werten wollen. Vielleicht noch an das anzuschließen, was Anja gerade gesagt hat. Ich meine, das ist in der Tat die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Weshalb duscht sie nicht? Meine erste Antwort war, das ist filmisch weniger interessant, aber da ist schon noch mehr dabei. Aber die, Eva hat ja in ihrem Vortrag etwas gesagt, was mir sehr einleuchtet. Also du hast ja mit Breadth and Depth of Knowledge argumentiert und hast gesagt, es gibt eine große Breite des Wissens, aber keine große Tiefe des Wissens. Und es ist ein Film, der in gewisser Weise in mancherlei Hinsicht ganz Oberfläche ist. Und man könnte auch sagen, bei diesem, also die behandelt sich selbst natürlich wie ein Ding oder sie ist eines der Dinge, die zusammengefaltet und geputzt werden müssen. Aber man könnte auch sagen, in dem Moment, wo sie das noch macht, ist sie, um es mal so zu formulieren, an der Oberfläche ganz bei sich selbst. Ja? Und das funktioniert noch. Und es gibt am zweiten Tag, am Morgen, gibt es diesen einen Moment, wo sie den Kaffee trinkt. Deswegen ist die Kaffeeszene dann auch so wichtig, schien mir, wo sie alles gemacht hat, was sie machen muss. Und dann trinkt sie für sich selbst einen Kaffee. Und da gibt es auch eine unglaubliche Pose, weil sie so die Beine übereinander stellt. Und das ist ja auch deutlich markiert, weil sie diese rosa Slippers hat. Also man muss auf die Füße schauen. Und das ist ein Moment, das ist der erste Moment, wo sie genießt. Ja, oder wo man das Gefühl hat, da gibt es sowas wie eine Innerlichkeit.
Und der zweite war dann für mich in dem, im Café. Dieser eine Moment, wo sie einfach so in die Ferne guckt. Also das mit dem Genuss, ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt, aber ich habe jetzt auch wieder bei der Visionierung schon den Eindruck gehabt, dass sie das alles sehr, also das, was ich auch mit diesem Flow quasi gemeint habe im ersten Teil, dass sie das schon sehr, irgendwie sehr hingebungsvoll macht und irgendwie wirklich liebevoll auch. Also dass da eine große, obwohl diese Distanziertheit natürlich immer und dieses quasi, jeder ist bei sich und die Kommunikation ist sehr schwierig, trotzdem macht sie das eigentlich mit einer gewissen Lust oder auch einer Sorgfalt und einer hingebungsvollen Art und Weise. Also es ist nicht, es ist eigentlich dieses Konzept, dass sie quasi unterdrückt, sich abarbeitet, das funktioniert nicht, meines Erachtens. Nee, nicht am Anfang, bin ich einverstanden. Ich dachte jetzt nur, weil du meinst, wegen dem, dass sie quasi erstmal was genießt beim Kaffee. Also ich glaube auch, dass da wie so ein Überschuss das ist bei diesem Genuss, ja. Aber sie genießt vorher schon auch irgendwo. Ja. Nee, da bin ich völlig mit dir. Also das Tänzerische der Bewegungen, dieser Überschuss, das zeigt, dass sie da irgendwie ganz drin ist. Und eine wichtige Nuance ist ja, dass sie beim ersten Mal bei der Rückkehr des Sohnes sich sichtbar freut. Also der klingelt und das ist ein guter Moment in ihrem Tag, dass der jetzt kommt am zweiten Tag schon nicht mehr oder nicht mehr so. Aber wenn das gewissermaßen der Normalfall ist, dann ist klar, dann ist es genauso, wie du sagst, sie ist irgendwie liebevoll dabei und sie erklärt das ja später auch noch. Der Mann hat sie nicht so interessiert, Sex war ein Detail, aber das Kind war wichtig. Und den Sohn zu haben, das ist für sie immer noch wichtig. Ja. Der Sohn, das ist ja auch so ein Punkt in der Geschichte, den ich völlig vergessen hatte. Der Sohn wird ja gerade erwachsen, interessiert sich ja gerade für das Sexuelle, stellt ihr entsprechende Fragen, die sie total abwirkt, nach dem Motto, es ist jetzt spät und solche Fragen solltest du nicht stellen. Und in dem Moment ist er dann auch nicht mehr ihr Kind, sondern entwächst ihr. Und ich finde, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass das, was sie wollte, nämlich das Kind, gerade wegrückt. Entschuldigung, jetzt habe ich einfach schon mal. Also wenn wir von Kippmomenten sprechen, würde ich, also die Szene, die mich interessiert hat, war die Szene aus der Filmserie, die Schuhe putzt und dann auf einmal lässt sie die Bürste fallen. Und diesen Moment fand ich sehr interessant, weil es total unentscheidbar war, ob das ein Moment im Film war oder einfach ein Moment im Dreh. Das heißt, dass es ein kontingenter Unfall beim Dreh war. Ich weiß nicht, ob dieser Moment geplant war oder inszeniert oder war das im Drehbuch. Das weiß ich nicht, aber ich hatte mindestens das Gefühl, dass das einfach ein Unfall beim Dreh war und dass man vorläufig die Schauspielerin sieht unter der Figur, aus die eigentlich die Szene stört. Oder gestört hat. Aber was mich interessiert, war eigentlich, dass das unentscheidbar war. Dass es so, dass es eine Improvisation sein konnte, eine geplante Szene oder ein kontingenter Moment beim Dreh sein könnte. Und das war für mich so ein aufregender Moment im Film. Ja, bitte. Ja, schöne Beobachtung. Mir ist es tatsächlich auch, ich habe mir genau dieselbe Frage gestellt. Also in meiner Wahrnehmung ist der Moment schon lange, also quasi der Kippmoment, das ist schon lange passiert. Die Unordnung ist schon im Gang. Aber tatsächlich habe ich mich auch, wo diese Bürste runterfällt, auch gefragt, ob das jetzt quasi ein Unfall ist. Die Frage ist, ich kann da jetzt gerade nicht irgendwie, stehe ich auf der Leitung, aber das ist natürlich, was macht das, diese Frage? Also was, inwiefern ist es interessant? Kommt hier noch eine andere, also das Making-of wäre ja quasi meine Idee gewesen, dass dieses Making-of immer mitläuft. Aber in dem Moment ist irgendwie noch eine andere, eine tiefer liegende Schicht der Produktion quasi aktiv, aber ich weiß es nicht. Vinzenz, vielleicht hast du... Nein, ich dachte,
dachte nur, also was sehr bemerkenswert ist an Serik und ihrer Performance hier ist, erstens mal, sie ist natürlich wahnsinnig schön und viel zu schön für die Umgebung und die Wohnung und das Stadtviertel und alles, nicht? Also sie ist einfach eine unglaublich schöne Frau und niemand sonst im Film, nicht ihr Sohn, nicht der Metzger, nicht die Händlerin, niemand sonst ist annähernd so schön. Und die Besetzung ist schon ein extremer Akt der Stilisierung und die Performance unterstreicht das dann noch mehr. Und das wird aber herausgehoben durch diese Laienschauspielermomente. Also der Schuhmacher zum Beispiel ist fraglos kein Schauspieler. Nicht? Man müsste dann wissen, wie oft die Szene gedreht werden musste, bis er das irgendwie hingekriegt hat. Aber das ist ein Teil des Einsatzes, dass die Verkäuferinnen, Handwerker aus dem Quartier da eingesetzt werden. Oder der kleine Junge mit dem orangen Pullover, das ist ja auch eine unglaubliche Einstellung, wie die Farbakzente da gesetzt werden am Morgen, als sie wartet darauf, dass der Schuhmacher das Geschäft aufmacht. Und das sind alles Laien. Und da gibt es, also wenn man sich sonst anschaut, wie in europäischem Kino der Nachkriegszeit Laien eingesetzt werden, wird immer Wert darauf gelegt, auch im italienischen Neorealismus die Differenz tendenziell zu verschleifen. Nicht hier. Also der Kontrast zwischen Serik beim Schuhmacher und dem Schuhmacher ist extrem. Und das ist aber Teil der Stilisierung im Film. Ich ist nur noch den, auch auf der Rolltreppe gibt es diesen Moment, wo sie an diesen Uhren vorbeifährt, wo dann diese Blicke in die Kamera kommen, wo man auch weiß, das ist sehr interessant. Dass genau, und die anderen Frauen, die dann da mit runterfahren, die, wo man sich auch fragen muss, wie haben die gecastet oder wo haben sie die hergeholt. Das ist auch ein interessantes Sortiment von Frauen, die ähnlich gekleidet sind wie sie, aber dann kommt sie eben runter und dann ist es wie wenn Claudia Schiffer durchs Bierzelt geht, nicht? Ja, und gleichzeitig gibt es aber auch so eine Verbindung irgendwie unter den Frauen quasi. Also jetzt diese eine, was war das für ein Laden nochmal, wo sie dann nach hinten geht, genau mit denselben Schuhen quasi wie die Serik und die, da ihren Kaffee trinkt, eigentlich genau wie Delphine Serik zu Hause. Auch geframed durch die Tür. Also da gibt es so diese Momente, wo dann klar wird, diese Jeanne Dielmann, die quasi im Titel sehr singulär benannt wird, das ist eine von ganz vielen so. Also diese Singularität, die quasi dann für das so beides. Also sie ist natürlich monumentalisiert und gleichzeitig ist sie eine von allen. Egal. Hier ist noch. Kleines Kommentar. Sie ist eine von vielen, aber sie ist schön, ja, aber auch irgendwie außerirdisch oder sowas. Ich glaube, sie würde in keine sozialen Situation passen. Also vor allem nicht in diese Arbeitenviertel in Brüssel, aber auch, also wo würde sie eigentlich zu Hause fühlen? Es ist durch ihre biografische Erzählung plausibilisiert. Nicht? Also jemand, sie heiratet, weil man halt heiratet und es kommt vor, dass jemand so ausschaut und dann eben nicht eine Schauspielerkarriere macht und so. Aber klar, es ist eine Transzendenz dabei. Es ist nicht gerade so eine ganz typische männliche Sichtweise, dass wir die Frau so schön finden. Also ich habe es überhaupt nicht so empfunden, sondern ich fand eigentlich, sie muss schön aussehen, damit wir uns sozusagen, also sie hat, jeder Mensch hat seine eigene Schönheit und sie lebt in dieser Schönheit und sie, ich habe es eigentlich auch eher so empfunden, dass sie sozusagen Teil dieser ganzen Frauen sind, zum Beispiel wenn sie da in die Sparkasse geht, die alte Frau hat mich, ja, also man denkt dann an die eigene Großmutter, die Mutter, die übrigens in den 70er Jahren sahen viele Frauen so gut aus und waren schön gekleidet und haben auch sich halt genauso verhalten und also ich habe sozusagen, ich hätte es anders empfunden, hätte gesagt, ihr Gutaussehen und auch ihre Freude, teilweise auch wenn sie sich kämmt, hat sie ja Freude am eigenen Körper. Also es ist nicht nur ein Abschrubben, sondern da scheint immer mal so ein bisschen durch. Ich finde,
also ich würde es anders bewerten an der Stelle und nicht sagen, dass es sozusagen, die ist Outer Space und die ist besonders schön und sie setzt sich von den anderen Frauen ab, sondern eher so, dass sie Teil einer größeren, ja, tatsächlich eines Standards ist. Genau. Und aber ich würde gerne nochmal auf eine Szene kommen, und zwar ist das die mit dem Baby dann, also an der einen Stelle, wo sie dann das Baby rausnimmt. Ich weiß nicht, ob ich das, ich fand es etwas seltsam, weil diese rosa Schüchen ja nun eigentlich auf ein Mädchen hinweisen. Und sie sagt ja aber quel beau garçon. Also das würde genau darauf hinweisen, dass sie sozusagen nochmal versucht, daran anzuknüpfen, dass sie eben ein Kind haben will und da ihren Lebenssinn auch rauszieht. Und dieses Baby schreit ja die ganze Zeit. Aus meiner Sicht ist es auch eindeutig ein Mädchen. Also sie spricht ein Mädchen als quel beau garçon an. Aber habe ich vielleicht auch, weiß ich nicht, ob das... So, das war jetzt meine Wahrnehmung an der Stelle. Typisch gegenderte Sichtweise von genau. Babyschuhen. Aber das mag an der Zeit, war es tatsächlich so, dass man Mädchen halt eher rosa Schüchen angezogen hat. Das ist leider immer noch so. Eva. Vielleicht nur ganz kurz zu dieser Aufwertung oder Aufwertung, das ist jetzt, ich meine, also diese Monumentalisierung durch quasi diese sehr professionelle Schauspielerin und entsprechend ausschauende oder auch für die Kamera präparierte Person auch und auf und mit der Kamera arbeitende Person, also ich meine, das ist ja auch ihr Beruf, im Gegensatz jetzt zu den Laiendarstellern, das passt ja vielleicht auch dazu, zu dieser ganzen Frage des Genres, also dass quasi eben diese banalen Momente eigentlich überhaupt diese Aufwertung erfahren müssen, so wie quasi diese, also sei es dadurch, dass es ein Krimi wird und also ein Genre des Kriminalfilms quasi hochgehoben wird, oder eben dadurch, dass jetzt Stilllebenmalereien quasi dieses Format kriegen oder so. Also vielleicht kann man das auch in dieser Differenz irgendwie diskutieren. Also im Kontext ist es natürlich so, dass das keine triviale Besetzung ist. Es ist jetzt, Devin Sawick ist nicht der große Boxoffice-Star, das hat sie auch nie angestrebt, aber sie ist ein sehr großer Name im französischen Theater. Sie ist zugleich eine bekannte Aktivistin, politische Aktivistin, Regisseurin, Autorin. Entschuldigung? Feministin, ja klar. Ja, ja. Und das macht sie auch zu einer wichtigen Bezugsperson für Mangold und für Chantal Ackermann, aber sie ist eben auch der Star von L'année dernière à Marienbad, und sie ist der Star von Muriel, und sie ist der Star von Filmen von Truffaut und von Buñuel. Und das ist einfach, also die Rolle so zu besetzen, ist eine Entscheidung für eine Aussage über diese Rolle mit einem bestimmten Frauentyp. Ja. Ob man den jetzt unter den Auspizien männlichen Blickens oder weiblichen Blickens anschaut, ist dann nochmal eine andere Frage. Also das Make-up ist ein wichtiger Teil dessen, was hier passiert. Nicht? Ja, bitte. Ich habe ein bisschen Problem oder mit der Tonspur. Also vielleicht ist es, wie sagt man, subjektiv, aber ich habe das Gefühl, es ist alles so künstlich, oder? Und nachvertont, ja. Und das Licht auch so künstlich. Und ich finde es ein bisschen, mein Kopf brummt wegen diesen starken Mitteln, aber ich kann auch nicht richtig Schlüsse ziehen, vielleicht. Kann jemand helfen? Also ich finde genau das auch interessant, eben diese Spannung habe ich auch versucht auszuführen, diese Spannung aus extremer Künstlichkeit auf jeder Ebene, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ja Realismus halt oder Hyperrealismus dadurch. Also ich glaube, da hat Yvonne Margulies ein wirklich super Begriff gefunden, auch mit diesem Hyper, das ja quasi dieses Überzeichnete ins Künstliche, ins Künstlerische, Filmische gesteigerte auch anzeigt. Und eben das finde ich auch, also das ist das, was mich am Film interessiert, ist, dass er eben einerseits über diese Realitäten spricht und andererseits über das Kino einfach und die Mittel und Möglichkeiten des Kinos. Und
ja, macht wahrscheinlich jeder gute Film, aber der Film macht das auf eine bestimmt, also auf eine besonders radikale Weise, vielleicht gerade durch diese krasse Irritation in der Hinsicht. Vielleicht zum Ton noch ein Nachsatz. Also der Film ist mit wenig Mitteln gedreht. Nachvertonung ist auch eine Methode, Geld zu sparen, weil Direktton mehr Tags braucht und aufwendig ist und man weniger Kontrolle hat. Gleichzeitig ist das ein Film, der Mitte der 70er Jahre entsteht, als im Hollywood-Kontext zum ersten Mal der Begriff Sounddesign auftaucht, also wo eben Tonspur oder Tonereignisse sich nicht mehr nur beschränken auf Dialog und Musik, sondern ganz gezielt Klangobjekte entworfen und entwickelt werden, die dann eingesetzt werden als Teil von Landschaften. Also es ist scheinbar herbeigeholter Zusammenhang, aber zwei Jahre später kommt Star Wars ins Kino. Ein Film, der vollgepackt ist mit Klangobjekten, die es außerhalb dieser Welt nicht gibt. Und hier haben wir, also das sind natürlich hyperrealistische Klangobjekte, weil es um den Klang der Schuhe auf dem Parkett geht und diese eine Heizvorrichtung, die sich immer wieder ein- und ausschaltet und das Geklapper beim Abwaschen, der Kühlschrank, all diese Dinge. Aber die sind ganz klar besonders plastisch gestaltet. Also die sind nicht einfach hingegangen und haben das irgendwie aufgenommen und gesagt, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Atmo oder so. Es ist eben nicht Atmo, sondern es ist Sounddesign. Ne? Das heißt noch nicht so, aber es ist ganz klar Sounddesign. Ja, bitte. Ich wollte fragen, ob der Film in der Literatur vielleicht schon mal mit der Putzszene in Psycho in Verbindung gebracht wurde. Ich weiß nicht warum, aber es hat sich bei mir so sehr früh eingeschlichen, weil das so eine Art von befriedigende hyperaktive Tätigkeit war, die so, die aber irgendwas Abgründiges so scheinbar überdeckt und das klappt dann immer weniger, aber ja, nur der Mord steht halt am Ende und nicht am Anfang des Ganzen. Ich weiß nicht, ob das ein plausibler Lektüre-Schlüssel ist, aber irgendwie war es für mich sehr präsent, eine ähnliche Erfahrung irgendwie beim Zuschauen. Ja. Eva, magst du was sagen dazu? Drüber nachdenken, finde es eine interessante Beobachtung, aber ja, fällt dir gerade was ein? Ich habe mir die Frage gestellt, aber du kennst die Literatur besser. Aha, in der Literatur genau die Frage, also das kann ich beantworten, dem bin ich zumindest nicht begegnet im Vergleich, aber das heißt ja nicht, dass das nicht durchaus Sinn macht, darüber nachzudenken. Was hier also, ja noch nicht stattfindet, im Unterschied zu Hitchcock, ist die Pathologisierung der Frau, was den Film so wunderbar macht und entspannt und offen. Ne? Also du hast im Vortrag ja sehr schön darauf hingewiesen, dass der Mord am Ende mit der gleichen, also Ackermann selbst hat das auch immer wieder unterstrichen, dass es wichtig war, vom dramaturgischen Einsatz her keinen Unterschied zu machen zwischen Kartoffelschälen und den Freier abstechen. Und das Bemerkenswerte für mich an dieser Mordszene ist, wie effizient sie das macht. Also es ist gewissermaßen ein Stich mit der Schere und dann ist es erledigt. Und sie weiß auch, was sie tut. Und sie macht das mit derselben Souveränität, wie sie vorher die Folie faltet oder so. Und diese Ebenmäßigkeit und dieses eben diesen Verzicht auf psychologische Aufladung, auf Erklärung, aber auch auf Pathologisierung des Verhaltens, finde ich, macht eine große Stärke aus. Und ich habe mich eben gerade gefragt, soweit ich die Literatur überblicke, ob jemand schon mal irgendwie was Ausführliches über Ackermann und die Psychoanalyse geschrieben hat. Es gibt ja den einen Film, Couch in New York, der eine Art Screwball-Comedy mit Psychoanalytikern in New York ist, ein Film, den leider niemand ausgewählt hat hier, mit Juliette Binoche und William Hurt in den Hauptrollen. Ihr letzter Versuch, einen kommerziellen Film zu machen in den 90er Jahren, der schon auch eine Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse ist. Aber sonst, wenn man durch die Filme durchgeht, erstaunlicherweise, jedenfalls in meiner Wahrnehmung jetzt, spielt so etwas wie psychoanalytische Erklärungsmuster spielen nicht so eine große Rolle.
Ja, also ich würde insofern widersprechen, also intensiv, also jetzt eben gerade in der Zeit, wo der Film erschienen ist, 75 Mal wie Bergström, die haben schon sehr psychoanalytisch argumentiert. Gelesen, die haben es psychoanalytisch gelesen, da bin ich einverstanden, ja. Aha, aber, aha, okay. Aber ob die Frage ist, inwiefern die Filme das auch wirklich hergeben. Also, zu dem Zeitpunkt, als Janet Bergström und Laura Mulvey ihre Texte geschrieben haben, ist lakanianische Psychoanalyse der Default-Modus, genau, der Filmanalyse. Nicht? Also man muss psychoanalytisch argumentieren, um irgendwie bei den Leuten zu sein. Problematischen Interpretation geführt hat, auch meines Erachtens. Genau. Und meine Frage im Rückblick ist eigentlich, geben die Filme das wirklich her? Aha. Hitchcock gibt es immer her. Ne? Ja. Ja, also noch diese Verbindung mit Hitchcock. Ich fand der Film, wie die Filme von Hitchcock, eine sehr bewusste Bearbeitung von der Frage von Voyeurismus. Und das ist also für mich die möglicher psychoanalytischer Ansatz. Diese Dusche-Szene, wo sie sich badet, das war für mich ein sehr, also für mich als Zuschauer ein sehr voyeuristischer Moment. Ich hatte das Gefühl, dass ich ein Voyeur war, bei einer Szene, wo ich nicht eigentlich zuschauen darf. Und sie ist unbewusst, dass ich da bin, dass ich sie anschaue und das, also für mich war das eine ganz klare Bearbeitung von der Rolle des Zuschauers als Voyeur im Film. Und das sieht man auch sehr klar in fast jedem Hitchcock-Film, würde ich sagen. Aber besonders Psycho oder auch Rear Window natürlich oder Vertigo. Aber du bist nicht einverstanden damit? Nein, ich bin nicht einverstanden, aber ich meine, letztlich liegt das auch tatsächlich wahrscheinlich in der Art und Weise, was man auch projiziert in die Bilder rein. Also ich finde schon, dass hier einfach sehr viel Widerstand geleistet wird gegen dieses voyeuristische Blickverhältnis, dadurch, dass das einfach so ein als Bild markiertes Bild ist, das auf seine Materialität insistiert und diese, gut, jetzt da bei der Szene in der Badewanne, weiß ich nicht, aber dass sie einfach, ich kriege das nicht weg, dass sie ihr Bild produziert. Und das gibt natürlich Hitchcock Rear Window beispielsweise, da gibt es ja total viele Momente, wo genau das auch passiert, wo sich quasi die Frauen als Bilder sehr bewusst eigentlich in Szene setzen. Aber meines Erachtens funktioniert der Film überhaupt nicht voyeuristisch, dadurch, dass das einfach so ein ganz klares, klar geregeltes Betrachterinnen-Schauspielerinnen-Verhältnis ist, das auf einer Ebenbürtigkeit quasi basiert. Also wenn ich auch nochmal was sagen darf, so, ich fand diesen voyeuristischen Moment sehr klar markiert, als wir beim dritten Freier plötzlich mit im Raum waren. Das war für mich so ein richtiger Oh. Und das endet für ihn auch nicht gut. Genau, das war sehr klar markiert, dass hier plötzlich eine Grenze überschritten wurde, die Tür, die sonst immer verschlossen war. Ja. Zu deiner eigenen Frage eine Antwort? Du hast jetzt diese blöde Psychoanalyse wieder ins Spiel gebracht. Ach, ich bin schuld. ich würde eben sehr, sehr zurückhaltend argumentieren hier. Und ich tendiere bei der Voyeurismus-Frage zu deiner Antwort. Ich glaube, das ist in der Tat eine ziemlich komplizierte Sache, was da passiert mit Ausstellen, darstellen, Bilder produzieren, anerkennen, dass geschaut wird. Das Problem beim Voyeurismusbegriff ist, dass er eigentlich immer, wenn man ihn psychoanalytisch streng verwendet, immer eine pathologische und sexuell aufgeladene Schaulust meint. Nicht? Und das scheint mir hier einfach nicht dominant zu sein, beziehungsweise wird das anders organisiert. In gewisser Weise kommt man gar nie an diesen Punkt.
Und deswegen habe ich die Frage auch gestellt. Also geben die Filme diese Art von Lesart wirklich her? Der Ausgangspunkt war ja, dass die Frau nicht pathologisiert wird. Dass das nicht in eine Schematik reingeht, wo es irgendwie am Ende darum geht, herauszufinden, was in der Kindheit schiefgelaufen ist, um zu verstehen, weshalb sie diesen Typen umbringt. Wird keine Erklärungsarbeit dieses Typs geleistet. Und das macht die Stärke des Films aus. Wohingegen bei sowas wie Peeping Tom ganz klar gesagt wird, der wurde als Kind misshandelt und deswegen ist er jetzt böse zu Frauen, nicht? Also das Fiese ist ja das, oder das, was so tricky ist, dass sie halt dermaßen insistiert auf diesen Oberflächen über diese Dauer, dass einfach diese Frage des Psychologisieren automatisch kommt. Also man fragt sich, was steckt da überhaupt dahinter? Bei Godard-Filmen oder so, Deux, trois choses que je sais, der im gleichen Jahr erschienen ist, fragt man sich das gar nicht. Das ist eh klar, das sind einfach Bilder. Also das sind Bilder und nicht quasi Figuren in dem Sinne in einer Geschichte mit einer Innerlichkeit. Und hier insistiert sie quasi auf diesen Oberflächen so lange, dass klar wird, hier gibt es diese Innerlichkeit. Aber ich glaube, ihr Verfahren ist quasi einfach zu sagen, da kann man nicht eindringen. Also wie wirklich so ein ethischen Ethos auch irgendwie, dass man nicht, dass sie quasi die Figur als Gegenüber präsentiert, der irgendwo eine gewisse Integrität hat, die nicht entschlüsselt werden soll. So. Ich würde auch sagen, also ich würde da wirklich zustimmen, würde sagen, dass der Film auf jeden Fall eigentlich einlädt, das zu versuchen, auf diese Weise zu interpretieren, aber ein darüber genau, dass sie quasi wie eine emotionale Blackbox am Anfang, die dann anfängt aufzutauen, aus welchen Gründen auch immer, was wir dann ja ab diesem Turning Point haben, dadurch, dass dann diese Emotionen rauskommen, lädt es gerade so ein und dass wir am Anfang diese Unwissenheit haben, aber genau, ich würde auch sagen, dass da absolut die Grundlage zu gar nicht gegeben ist und dass man da ganz klar gegen eine Wand laufen wird, wenn man versucht, da etwas rauszulesen. Also meine Lieblingsszene in diesem Zusammenhang ist die Nachbarin, die von ihrem Fleischkauf erzählt. Nicht? Ohne Plan in der Schlange und am Ende völlig das falsche Ding gekauft. Und dazu gehört aber auch, wie die Jeanne ihr zuhört. Die hört einfach zu und dann sagt sie gar nichts. Und dann ist es Tschüss, auf Wiedersehen und es wird nicht geurteilt. Nein. Und die hört, die sagt nichts, aber sie bewegt sich, sie stellt sich völlig amüsiert, sie dreht das Bein rüber, so wie man überall, ich würde sagen, es ist nonverbal, aber sie antwortet, sie ist auf jeden Fall in Kommunikation. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, ob sie lächelt, aber von der Körperhaltung, die Körperhaltung wechselt und sie nimmt das sehr amüsiert zur Kenntnis. Das war mein Eindruck. Nee, ich sage nicht, dass sie jegliche Kommunikation verweigert, aber es ist nicht irgendwie so, dass sie als mütterliche Freundin ihr dabei zu helfen versucht, dass das nicht mehr passiert oder irgendwie sagt, oh, auch blöd und irgendwas. Sie sagt einfach gar nichts, sondern hört sich das in gewisser Weise amüsiert an. Obwohl, ich finde es interessant, weil dadurch, dass es nonverbal ist, ich habe ganz anderes erfahren. Also für mich ist diese Szene, sie ist so genervt und sie will, dass die schnell weg ist, dadurch, dass sie die Tür gar nicht so ganz offen hält oder die lädt nicht die andere ein oder irgend sowas. Für mich war so, ja, okay, genug. Und dadurch, dass sie die Beine stellt, das war für mich, dass sie nicht mehr zu hören will. Also ich habe es genau das Gegenteil empfunden. Also ich kann sagen, ich habe an ganz viele Gespräche auf dem Kinderspielplatz gedacht oder so, die einem da, also diese völlig banalen, entschuldigen Sie, die, wenn man Mutter ist, die einem halt ständig passieren, diese völlig banalen Gespräche, wo man Anteil hat, tatsächlich, da ist auch nicht viel zu sagen. Sie sagt dann, ja, mein Mann war auch nicht anspruchsvoll, war das nicht doch das mit dem Essen? Genau, die sagt doch schon was dazu. Und dann sagt die andere, ja, und dann mit den vielen Kindern, was soll man tun, kann man halt nichts gegen machen. Und ja, also das, ich finde, an vielen Stellen im Film hat sich bis heute auch gar nichts geändert. Man könnte den gerade so weiterlaufen lassen. Ja. Und ich finde,
Genau, aber dadurch wirkt es eigentlich nur wie bedeutungsloser Smalltalk, also genau. Wie ja, gesellschaftliche Verpflichtungen in gewisser Weise und mehr auch nicht und ja, lässt sie so in gewisser Weise ja, einmal mit ihren sehr traditionellen Prinzipien, ja, die ja auch in ihrer Rolle da als Hausfrau mit drinstecken, ja, so und gleichzeitig in dem sehr versteinert wirken und unterstützt ja. Das Bild. So aber sie sagt ja schon, also sie signalisiert ja schon auch, und wir wissen, dass das nicht ihr Problem ist. Sie weiß immer, welches Fleischgericht sie vorbereitet. Ja, also sie hat immer einen Plan. Am ersten Tag gibt es Gulasch, dann gibt es Schnitzel und dann gibt es Meatloaf. Und ihre Interaktion mit der Nachbarin ist eigentlich, zum Glück habe ich diese Probleme nie gehabt und werde sie nie haben. So, und tschüss. Ja. Ja, klar. Ja, bitte. Ein bisschen gewundert hat, ist, dass ein wichtiger Akteur gar nicht genannt wurde, nämlich die Wohnung. Also ist absolut entscheidend. Also, und wie das aufgenommen ist, also die Kamera ist absolut, also genial. Also es war eine Anordnung von Tableaus, die jetzt absolut logisch, also dramaturgisch ganz toll eingesetzt wurde. Ja. Ich kann vielleicht zu meiner Ehrrettung sagen, dass ich mir zwischendurch überlegt habe, dass das ein toller Film wäre, um den Studierenden im Filmanalysekurs den Auftrag zu geben, ein Modell der Wohnung zu bauen. Das wiederum war interessant letzte Woche, wo ich mit Studierenden über den Film gesprochen habe und eben wir versucht haben, diese Architektur zu rekonstruieren, beziehungsweise ja, da kamen total unterschiedliche wieder, sehr unterschiedliche Meinungen sogar da. Also die einen hatten das Gefühl, es sei eine sehr große Wohnung und die anderen hatten das Gefühl, wie ich auch, es sei eine kleine Wohnung, die sich aus diesen eben Boxen, also der ganze Film entfaltet sich ja in diesen Boxen eigentlich. Ja, das fand ich irgendwie auch interessant, dass er eigentlich eben, es gibt ja nie ein Establishing oder so, wo man quasi sieht, was das für ein Grundriss ist oder so. Man steckt immer einfach mit ihr in diese, oder mit dem Sohn in dieser Halbfigur der Amerikanischen, dann in diesen Zimmern. Ja. Ich meine, über die Ausstattung hast du ja auch was gesagt, über die Farben und über die Tapeten und über diese Marmortapete im Badezimmer, die so einen schönen Kontrast, zugleich einen Verweis liefert auf Jackson Pollock und einen scharfen Kontrast und sie auch charakterisiert in diesem Kontrast. Also, da steht nichts zufällig rum. Auch der Schrank mit den Porzellanwaren ist ja auch interessant, was da alles erzählt wird mit dem Hund und dem kleinen Eiffelturm und so. Einerseits genau diese detaillierte Texturen, die wir kennenlernen und andererseits aber schon eben auch, wie Sie gemeint haben, das habe ich am Anfang im Vortrag auch versucht ein bisschen herauszuarbeiten, wie dieses klaustrophobische Gefühl oder überhaupt diese Abgeschlossenheit, diese stark, was sich ja auch in dieser Autonomie, also auch in der Art und Weise, wie sie ihr Geld verdient und ausgibt, also dieser autonome Kosmos spiegelt, das ist eben räumlich auch, also es gibt diesen sehr klar abgeschlossenen Raum, filmischen Raum, der sich den sie auch wie abdichtet, also durch dieses Türschließen und dann gibt es diese Boxen, also die Strickerei. Der Pulli, den sie gerade strickt, muss sie erst aus der Tasche holen, dann macht sie die Tasche wieder zu und den Brief auch erst aus der Tasche, also es ist alles so verkapselt. Und wird quasi nach außen, und das passt auch zu dieser Wohnung als Agent oder diese Kammern, die eigentlich eine sehr zentrale Rolle spielen. Da finden ja auch in den einzelnen Zimmern Rituale statt. Also das ist eigentlich ein sehr stark ritualisierter Film. Am Anfang merkt man das, glaube ich, ganz besonders. Und dann eben, was Sie jetzt gesagt haben, bricht dieses Ritual langsam zusammen. Mehr. Also es schleichen sich immer mehr Fehler quasi ein, wo das also nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Und dann bricht die Frau am Ende dann auch irgendwo zusammen. Aber ich glaube, die Dramaturgie am Ende bei diesem Mord ist ziemlich klar, dass es gerade in dem Moment passiert, wo diese Frau das Kleid bekommt.
und sie macht das auf und nur durch diesen Zufall kommt überhaupt die Schere in diesen Raum rein. Ja, genau. Und in dem Moment ist die quasi, in Anführungsstrichen, die Gelegenheit da. Und dann passiert es halt. Ja, genau. Also die klassische Tschechow-Dramaturgie, wenn das Gewehr beschrieben wird, dann muss es auch abgefeuert werden. Nicht? Im Übrigen, also ein Teil des Rituals ist es, die Wohnung zu verlassen nach dem Essen. Die machen ja immer einen Abendspaziergang. Und am zweiten Abend will der Sohn ja nicht. Er sagt, wir haben zu spät gegessen und dann sagt sie, ist mir egal, wir gehen raus. Also das ist auch Teil des Rituals. Das fällt dann am dritten Tag weg. Nun. Ja, bitte. Gibt es noch eine Erklärung dafür? Aber das Detail ist uns beiden nämlich aufgefallen. Sie bereitet ja morgens immer schon ihren Tagesablauf vor und dazu gehört ja auch, dass die dieses kleine Handtuch da auf ihr Bett ausbreitet. Und diese Handtücher unterscheiden sich von allen anderen Sachen im Film dadurch, dass sie nicht makellos sind. Ja. Die haben nämlich Löcher und sie werden nicht geflickt von ihr, diese Löcher. Ja. Und sie sind einfach sind deutlich sichtbar, die Löcher. Und das sind einfach schummrige Handtücher. Ja, die werden nur gewaschen. Ja, aber also ich finde, es würde dazu passen, zu dem ganzen Perfektionismus, dass sie die Handtücher, die sie da benutzt, auch durchaus flickt. Aber sie ist ja nicht nur Perfektionistin, sondern auch ökonomisch, zeitökonomisch. Und vielleicht ist es passt insofern, dass sie da einfach den Wert nicht sieht, die jetzt aufzupolieren, im Gegensatz zu anderen Dingen. Aber also ich finde, das ist eine wichtige und präzise Beobachtung und es zeugt von der Genauigkeit der Inszenierung, wie man es genau interpretiert. Und da könnten wir jetzt noch lange darüber diskutieren. Aber eine mögliche Lesart ist auch zu sagen, das, was auf diesem Tuch passiert, ist nicht Teil des Lebens, das sonst in der Wohnung stattfindet. Es markiert in gewisser Weise auch eine Differenz, nicht? Und dafür setzt man nicht das feinste Tuch ein. Aber auch das, was eigentlich nicht für den Film vorgesehen, also es ist ja, wir sind ja erst beim dritten Mal quasi Teil von dieser Szene und ansonsten beobachten wir alles, aber die Obszene-Szene bleibt hinter der Tür, also von daher eben das. Genau, aber der Geschlechtsakt wird natürlich nur über dieses Tuch erzählt, soweit bis zur dritten Szene. So, ich glaube, die Diskussion zeigt unter anderem, weshalb seit 45 Jahren über diesen Film diskutiert wird. Bei jeder neuen Sichtung kann man mit den Interpretationen noch einmal von vorne anfangen, wobei wir im Vortrag doch schon eine ziemlich erschöpfende Lektüre angeboten bekommen haben, für die ich mich auch noch einmal ganz herzlich bedanken möchte. Danke.